Hallo und herzlich willkommen zu Sign-X. Wieder eine Visual Novel. Diesmal wahrscheinlich wieder mit Romantik, so wie ich dieses Bild deuten darf. Wie immer an meiner Seite Judy. Jawohl. Und der Dreambird. Hallo. Ich hoffe, die Musik ist nicht so laut. Ich habe sie eigentlich sehr gut angepasst, aber weiß nicht. Mein Ohr sagt mir, es wäre nur so laut. Aber ihr seht, ich habe es sehr niedrig eingestellt. Wird schon passen und wir drücken eine lange Rede, kurzer Sinn auf Start. Ja, wir haben uns schon überlegt, wer wen sprechen wird. Judy wird die mysteriöse Person in der Mitte sprechen, der wir einen Namen geben dürfen. Der Dreambird spricht die Person rechts mit der blauen Logge. Und ich bin Goldglöckchen, also ich spreche die Person links. Ja, jetzt kommt die erste Frage. Wie heißt denn die Protagonistin? Ja, wie wohl? Alles klar. Ja, du willst halt auch einen eigenen Namen haben, so wie Dreambird in seinem Visual Novel. Nee. Alles Gleiche, dann Judy. Ich kann nicht glauben, dass er mir das angetan hat. Dieser Idiot. Ich hasse ihn. Um 6.30 Uhr am Morgen bin ich wütend zur Schule gegangen. Mein Gestampf hat einen Schwarm Vögel in der Nähe aufgeschreckt. Na, du bist ja toll. Das werde ich dir heimzahlen. Merk dir meine Worte, mein Bruder. Wie kann er es wagen, mich dazu zu bringen, ausgerechnet zu früh zur Schule zu gehen, meinen Wecker eine Stunde zurückzustellen? Das ist einfach grausam. Ich schätze, es ist teilweise meine Schuld, da ich nicht früher auf die Uhr geguckt habe. Aber ich werde es ihm trotzdem heimzahlen. Vielleicht kann ich rote Lebensmittelfarbe in sein Shampoo tun oder so. Oh, du bist ja nett. Nicht schlecht. Ich war zu sehr damit beschäftigt, mir einen bösen Plan auszudenken, dass es mir nicht aufgefallen ist, dass ich schneller als üblich zur Schule gelaufen bin. Im Endeffekt war ich eine halbe Stunde zu früh zu meinem ersten Kurs. In der Schule war es gruselig ruhig, aber zum Glück waren die Vordertüren offen. Erschöpft habe ich meinen neuen Lieblingsmanga rausgeholt und mich vor dem Unterricht auf etwas Lesen gefreut. Bäh. Wenigstens kann ich diese super romantische Szene lesen, die sich anbahnt. Es bahnt sich definitiv eine an. Ich kenne mich da aus. Ich bin schließlich eine der ältesten Mitglieder im Manga-Club, der zurzeit aus zwei Personen besteht, aber... Als ich an der Tür meines Klassenzimmers ankam, bemerkte ich, dass sie nur angelehnt war. Jemand ist vor mir hier? Ist doch lächerlich. Andererseits... Was weiß ich schon? Ich war noch nie so früh hier. Oder überhaupt so früh. Ich griff nach dem Türknauf, aber dann hielt ich an, als ich bemerkte, dass sich drinnen etwas bewegt. Ich konnte einen Jungen sehen, der einen Blumenstrauß in den Händen hielt. Ich habe ihn nicht sofort erkannt, aber er ist in meiner Parallelklasse. Hinterlässt er jemanden Blumen? Wie romantisch! Ich frag mich nur, für wen. Zu meinem Erstaunen war es mein Tisch, auf dem er den Strauß abstellte. Passiert das gerade wirklich? Es ist wie eine Szene aus einem Film. Vielleicht träume ich ja. Ich zwicke mir in den Arm, um die Theorie zu testen. Au! Oh, ich schätze nicht. Dann bekomme ich wirklich Blumen von einem Jungen? Der Junge hatte die Blumen dagelassen und sich zur Tür gedreht. Nein, er darf mich hier nicht sehen. Es wäre peinlich, wenn ich wüsste, dass ich ihn gesehen hätte. Ich darf den einzig magischen Moment in meinem Leben nicht ruinieren. Mit einer Schnelligkeit, wie es meine Sportlehrerin nie zuvor von mir gesehen hatte, versteckte ich mich hinter der Tür der Mädchentoilette und schnaufe. Ich öffne die Tür einen Spalt, gerade rechtzeitig, um zu sehen, dass der Junge an mir vorbeiläuft. Er ist so süß. Wie konnte ich ihn nie zuvor bemerken? Oh, der ist gut gebaut. Ich wette, der ist in einem geheimen Kampfverein oder so. Er ist vermutlich auch klug. Vielleicht ist er im Schachclub oder im IT-Club oder... Eine Dame hinter mir räuspert sich und ich beende meine Träumerei. Oh, Verzeihung, ich war nur... Bitte geh zur Seite. Aber natürlich. Oh Gott, ist das peinlich.
Was mache ich denn jetzt mit diesem Süßen? Ich kenne nicht mal seinen Namen. Ich muss ihn hier schon mal gesehen haben, aber ich glaube, ich hatte eine Art eine Nummer zu Großfilter aktiviert. Ich muss weiter nachforschen. Schließlich passiert Romantisches nicht einfach so, richtig? Ich ging zurück ins Klassenzimmer, um die Blumen mit meinen eigenen Augen zu sehen und sicherzustellen, dass hier niemand stiehlt. Oh, die sind so hübsch. Bei näherer Betrachtung merke ich, dass ein kleines Stück Papier an die Stängel gebunden wurde. Für das schönste Mädchen der Welt, X. Julie, warum bist du so früh? Dir auch einen guten Morgen, Warren. Hat dich jemand reingelegt, dass du zu früh zur Schule kommst oder so? Volltreffer. Was du für einen furchtbaren Eindruck von mir hast. Du hast Glück, dass du das einzig andere Mitglied meines Manga-Clubs bist. Unser Manga-Club. Wie auch immer. Du wirst nie glauben, was mir heute passiert ist. Du bist zu früh zur Schule gekommen. Nicht das. Es ist etwas, was mir noch nie zuvor passiert ist. Das ist etwas, das dir noch nie zuvor passiert ist? Ich habe Blumen von einem heimlichen Bewunderer bekommen. Wer? Ich! Du hast jemanden Blumen gekauft? Ich, Julie, habe einen Strauß Blumen von einem Jungen bekommen. Diesen da. Ich deutete triumphierend auf die Blumen, die ich hinten in der Klasse in einer Vase platziert hatte. Wow, das ist etwas. Ich habe noch nie Blumen von einem Jungen bekommen. Ist das nicht toll? Weißt du, wer es war? Ich habe ihn gesehen, wie er es getan hat, aber anstatt mit ihm zu reden, habe ich mich auf der Mädchentoilette versteckt, bis er weg war. Natürlich. Ich habe ihn schon mal gesehen, aber ich bin nicht sicher, wie er heißt. Ich wollte Vicky fragen oder die anderen Mädchen, aber ich will nicht, dass eine von denen meine Rivalin wird oder so. Weil das ja auch wirklich im echten Leben passiert. Daher dachte ich mir, dass ich dich frage. Woher soll ich das denn wissen? Du hast ein gutes Gedächtnis. Komm schon, ich zeige ihn dir diskret während der Mittagspause. Und wir alle wissen, dass du so diskret wie ein Schlag ins Gesicht bist. In der Mittagspause zog ich Warren von unserem üblichen Tisch weg und wählte einen, der näher an meinem mysteriösen Jungen war. Oh, schau drüber. Schnell, tu so, als würdest du essen. Kann ich nicht einfach wirklich essen? Ich mag das Spiel jetzt schon. Ich auch. Interessanter Humor. Ja, das würde auch gehen. Also, wie heißt der? Ich glaube, er heißt Mike oder Mel. Ziemlich sicher, dass sein Name mit einem M beginnt. Oder einem N. Oder einem Konsonant. Wow. Das ist hilfreich. Ach, meine Erinnerungen sind ein wenig getrübt. Vielleicht fällt mir sein Name mit etwas Süßem ein. Wie zum Beispiel mit deinem Nachtisch. Immer her damit. Aber das ist mein Lieblingsmuffin. Du hast ihn gerade erst gekauft. Wie kann er dein Lieblingsmuffin sein? Wenn dieser Muffin reden könnte, würde er dich sowas von ersetzen. Oh Mann, ich, ja. Das Spiel gefällt mir. Ja, aber der Muffin kennt nicht Mel oder Mikes Namen. Na schön, nimm den Muffin. Tschüss, Mr. Muffin, dein Opfer wird nicht vergessen. Ich finde das so geil. In zwei Bissen war Mr. Muffin verschwunden und Warren stand auf. Was ist mit dem Namen, du Lügner?
Ich zischte ihn an, aber er beachtete mich gar nicht. Er ging zum nächsten Tisch, wo ein paar ältere Mädchen saßen, und ich strengte mich an, um über den Krach der Cafeteria hinweg zu hören, was sie sagten. Hey, tut mir leid, euch zu stören. Wisst ihr, wie dieser Typ da heißt? Das ist Matt. Jeder kennt ihn. Ich bin neu hier. Nein, bist du nicht. Meine Schwester ist in deiner Klasse. Fail. Ich bin von der Leiter gefallen, als ich letzten Monat mein Haus gestrichen habe. Amnesie. Hätte ich es auch gesagt. Mhm. Oh. Tschüss. Warren kehrte an unseren Tisch zurück und aß weiter, als wäre nichts passiert. Er heißt Matt. Habt ihr ja gesagt, er beginnt mit einem M. Amnesie? Ernsthaft? Es waren Blondinen. Warren zuckte unschuldig mit den Achseln. Also, wirst du jetzt mit ihm reden? Mit ihm reden, Warren? Mit ihm reden? Wer macht denn sowas? Du? Jeder? Zu jeder Zeit? Er darf nicht wissen, was ich weiß. Was ist denn dann der Plan? Oh, du kennst mich so gut. Ich habe mir überlegt, eine romantische Situation nachzubilden, damit wir uns kennenlernen können. Klar. Wie in einem Manga, weißt du? Man stößt zufälligerweise zusammen und dann Magie. Vielleicht könnte ich mich auf eine Art gefährliche Situation begeben und er könnte mich retten. Aber ich muss sicherstellen, dass er in der Nähe ist. Das ist absolut vernünftig und keinesfalls verrückt. Ich hab's. Du kannst den Verbrecher spielen und versuchen, mich auszurauben. Und ich spiele das Opfer. Was denkst du? Was? Wann bin ich Teil von diesen verrückten, zum Scheitern verurteilten Plänen geworden? Na, du hast gerade genickt und gesagt, klar und Oh, entschuldige mich. Er tat so, als würde er einen unsichtbaren Schalter ausknipsen. Ich hab vergessen, meinen Sarkasmus auszuschalten. Yeah. Tu's für Mr. Muffin. Das kommt dir wieder mit dem an. Er war lecker, aber ich werde keinen Räuber darstellen. Mörder? Nein. Serienmörder? Wo ist das da der Unterschied? Wie ist das denn besser? Genau. Merk dir meine Worte, du wirst zustimmen, bevor dieser Tag endet. Oh, Worte eines Mädchens sind immer, immer, immer die Wahrheit. Merkt euch das. Oh ja, und wie? Magischer Herzübergang. Los! Wir sind nicht bei Sailor Moon. Oder so. Was? Versuch Nummer eins, mobben. Okay. Ich kann nicht glauben, dass ich zugestimmt habe. Oh, komm schon. Weiter als ein Schulhofschläger kann ich eh nicht runtergehen. Und jetzt lass uns spielen. Hände hoch, Mädchen. Schulhofschläger, Warren. Genau, gib mir dein Pausengeld, Mädchen. Das ist etwas besser. Denk dran, überzeugend zu klingen, als würdest du mir wirklich wehtun wollen. Oh, du hast ja keine Ahnung. Als ich den Flur runterschaue, sah ich Matt auf uns zukommen. Er kommt hier lang. Los, mobb mich. Warren räuspert sich komisch. Gib mir dein ganzes Pausengeld, Mädchen. Hier, verprügel mich nicht. Ich bin nur ein armes, unschuldiges Mädchen. Mit niemandem, der sie verteidigt. Ich weiß, du hast mehr. Zwing mich nicht dazu, meinen Gürtel rauszuholen. Oh, Mann. Kopfkino. Gürtel, was zum Teufel?
Hallöchen, was macht ihr? Unsere Klassenkameradin Vicky hat sich entschlossen, einen ungünstigen Auftritt zu machen. Vicky, jetzt ist kein guter Zeitpunkt, ich werde gemobbt. Von Warren? Er ist zur dunklen Seite gewechselt. Es gab Cookies. Das ist nicht gerade... Keine Sorge, ich werde dich retten. Machst du nicht Karate, Vicky? Ich habe auf solch eine Chance gewartet. Wie kannst du es wagen, ein armes, unschuldiges Mädchen mit niemandem, der sie verteidigt, zu schikanieren? Vicky, wirklich, das ist nicht nötig. Warren ging einen Schritt zurück, um Vickys brutaler Attacke auszuweichen und stößt mit Matt zusammen, der gerade vorbeiging. Au! Hat sie mich erwischt? Oh, sorry, mein Telefon. Matt und Warren schauen sich verwirrt um. Was ist passiert? Er streckte Warren die Hand entgegen, um ihm aufzuhelfen. Tut mir leid, ich bin gestolpert. Und bist du okay? Ja, denke schon, du auch. Mir geht's gut. Es tut mir aber echt leid. Naja, nichts passiert. Schätze, ich sei einfach vorsichtiger von jetzt an. Ja, ich versuch's. Bis dann. Mist. Das perfekte Szenario. Ruiniert. Szenario? Wir, haben nur für ein Stück geprobt. Oh, tut mir leid, Warren. Kann ich mitspielen? Ich werde es dich wissen lassen. Ja, juhu! Oh Mann. Das ist nicht gerade wie geplant gelaufen. Das ist eine Untertreibung. Mein Rücken tut immer noch weh. Oh, das ist toll. Ja? Was genau ist daran denn toll? Nein, das ist nicht, was ich gemeint habe. Tut mir leid wegen deinem Rücken. Aber ich habe eine neue Idee. Das wird der perfekte Plan. Also ich kenne einen perfekten. Muss ich mich wieder dabei wehtun? Nein, stattdessen kannst du mir dieses Mal wehtun. Wow. ich höre. Okay. Versuch Nummer 2. Unfall. Oh mein Gott. Bist du sicher, dass du es kapiert hast? Ich bin sicher. Willst du es nochmal wiederholen? Wir wissen beide, dass Schauspieler nicht deine Stärke ist. Vielleicht nicht Schauspielern, aber dir ins Gesicht schlagen schon. Alter! Das ist die richtige Einstellung. Also denk dran, du musst mich während dem Üben mit dem Ball treffen. Dann wird mich mehr zur Krankenstation bringen. Und was, wenn die Lehrerin einem Jungen aus unserer Klasse sagt, dir zu helfen? Ich habe mit der Lehrerin geredet und sie gebeten, Matt aufzurufen. Und sie hat zugestimmt? Frau Robinson und ich sind Gleichgesinnte. Ich habe ihr letzte Woche mein Lieblingsmanga ausgeliehen. Oh Mann. Ich wusste, dass etwas mit ihr nicht stimmt, als sie uns gebeten hat, Lieblingsgedichte während des Basketballprobens zu schreiben. Was? Liebesgedichte, sorry. Los, los, teilt euch in Paare auf, wir machen Volleyballübungen. Komm schon, Partner. Wir spielten eine Weile wie üblich und warfen uns den Ball zu. Es waren schon mehr als 10 Minuten und Warren hatte immer noch nicht versucht, mich zu treffen. Vielleicht hat er es sich anders überlegt. Ich warf ihm einen ermutigenden Blick zu, aber anstatt den Ball zu werfen, kam er näher. Was tust du? Ich weiß nicht so recht. Was, wenn ich dir wirklich wehtue? Ich bin ein ziemlich guter Schütze, weißt du? Wirf ihn einfach nicht so hart. Ganz einfach. Ach, du hast leicht reden. Ich weiß nicht. Ja. Was willst du Rowan sagen? Er soll sich gefälligst zusammenreißen.
Alles klar. Sei nicht so ein Angsthase, Warren. Sei ein Mann und wirf einfach den Ball. Ich komm damit klar. Denn das ist es ja auch, was echte Männer tun. Volleyballer auf Mädchen werfen. Komm schon, Warren. Tu's endlich. Na schön. Wenn du so sehr verletzt werden möchtest. Warren ging zurück zu seinem Platz und bereitete sich darauf vor, den Ball zu werfen. Zu meiner Linken konnte ich Matt sehen, der mit einem seiner Freunde spielte. Einen Moment lang schaute er zu mir und ich tat schnell so, als würde ich meine Schuhe anstarren. Ehe ich mich versah, traf mich der Ball am Kopf. Ich ging ein paar Schritte zurück und fiel dann auf meinen Hintern. Instinktiv fasste ich mir an den Kopf. Verdammt, das hat wehgetan. Ernsthaft, Warren! Julie, bist du... Oh nee, Quatsch. Sorry. Julie, bist du in Ordnung? Mein Kopf tut weh. Wir sollten die Krankenschwester nach dir sehen lassen. Kannst du laufen? Ich bin nicht sicher. Ich machte eine Show, während ich versuchte aufzustehen und auf meinen Füßen schwankte. Eine Gruppe Leute hatte sich um mich versammelt. Warren war da und schaute mich besorgt an. Ich erkannte auch Matt in der Menge. Keine Sorge, einer der Jungs wird dir helfen. Ich wollte einen Freudestanz machen, aber das hätte den Zweck verfehlt. Ganz zu schweigen davon, dass mein Kopf noch mehr wehgetan hätte. Mac, komm und hilf Julie zur Krankenstation. Heißt er nicht Matt? Ja. Okay. Mac? Lehrerin, ich dachte, wir wären Gleichgesinnte. Die Lehrerin zwinkerte mir zu, während Mac, der 2 Tonnen Grobian, der gerne Köpfe von Mitschülern in die Toilette steckte, mich hochhob und über seine Schulter legte. Au, oh Mann! Mein Gott! Lass uns gehen, du Würstchen! Er trug mich vor, während mein Mund ungläubig offen stand. Sie werden so schnell erwachsen! In der Tat! Oh weia, ich ahne was. Ich glaube, die Lehrerin hat sie falsch verstanden. Ja. Oder Rowan hat interferiert. Nun, das war ein totaler Reinfall. Aber wie der Reinfall weitergeht, erfahren wir erst im nächsten Part. Macht's gut, Leute. Tschüss. Bye, bye.